Da Blechhaufen, Global Kreiner und HMBC. Diese drei Bands lassen sich nicht so leicht in eine Schublade stecken, wenn überhaupt. Warum das so ist, das haben sie auch in der Big Box wieder gezeigt. Sie kombinieren Blas- und Volksmusik mit modernen Klängen und eigenen Interpretationen. Damit ziehen sie alle Altersgruppen an. Und das spürt man heute, es sind wahnsinnig viele Leute, viele junge Leute da, die, wie ich merke, absolut auf das abfahren. Und das ist ein gutes Zeichen für den ganzen Markt, also den Blasmusikmarkt speziell, dass die Leute wieder auf gute, super gute Live-Musik stehen. Und davon war einiges geboten, wie hier von der Blechhaufen. Die sieben Österreicher bringen mit Posaunen und Trompeten neuen Wind in die Blasmusik. Also dieses traditionelle, eingestaubte, wie man so früher gesagt hat, mit den normalen Laienblasorchestern, sagen wir mal so, hat sich jetzt durch solche Bands, die ja ganz andere Qualität reinbringen, ganz andere Arrangements haben, ganz andere Stilrichtung gehen, hat sich absolut aufgefrischt und, wie ich finde, in die richtige Richtung, ja, wie soll man sagen, richtige Richtung entwickelt. Dem Publikum nachzuurteilen, ging auch die Musik von HMBC in die richtige Richtung. Vorarlberger stehen mit bis zu 17 Instrumenten auf der Bühne und lassen sich dabei auf kein Genre festlegen. Volksmusik trifft auf Jazz, Schlager trifft auf Balkan, auf Pop. Mit dabei sind Interpretationen von bekannten Stücken und auch Eigenkompositionen. Wie schreibt man das? Spaß an der Blasmusik, soll man das beschreiben? Es sind alle Stilrichtungen da oben, von traditioneller Blasmusik bis Reggae, kann man schon fast sagen. Da ist alles dabei. Ja? Und einfach Spaß haben, ja? An der Musik. Und mit der Qualität, wie gesagt, nach wie vor. Absolut hochkarätige Bläser. Ja. Top. Die Bands und das Konzert in Worte fassen fiel nicht leicht. Das ging auch den Besuchern so. Da war viel los, ja. Also, die haben schon was drauf, die Spiele, der unwahrscheinlich. Wahnsinnig kreativ und also ich bin ja selber Musiker und das ist Wahnsinn, was die da fabriziert einfach. Das ist echt richtig gut, also keine Ahnung, wie man das besser beschreiben kann. Mehr moderne Sachen mit drin, ist ein ganz anderer Beat als eine reguläre Blasmusik und das, finde ich, macht den Unterschied aus von den Gruppen. Da war der Bär los. Da war einfach der Bär los. Da waren die Global Kreiner. Wir sind extra für Tirol hergefahren. Einfach sensationell. Und jetzt noch die Vorarlberg. Und jetzt freuen wir uns auf den Blechhaufen. Einfach ein Traum. Ja, einfach ganz besonders. Es ist vom Modern bis total traditionell alles mit dabei. Einfach ganz was anderes. Wirklich sehr geil. Sau gut, auf gut Deutsch gesagt. Die erste Gruppe war ja das Vielseitige, die abrupten Wechsel und alles, super, ganz toll. Und jetzt hier sind Sons an, die Instrumente, einsame Spitze. Also ich spiele selber Trompete und Flügelhorn und von der Seite sehe die Blasmusik für mich eigentlich gut. Und ist natürlich immer wieder eine Herausforderung. Ich bin jetzt ein Laienmusiker, wenn man dann so sieht, wie spielerisch die das machen, wie locker. Und es ist ja wirklich auf höchstem Niveau und überzeugt. Also sage ich mal, ich fahre demnächst nach Hause wieder und dann geht es in den Keller und dann übe ich weiter. Aber ich denke mal, es ist schon schön, wenn man solche tollen Profis mal hört und es macht Spaß. Mit auf der Bühne Global Kreiner. Ihre Spezialität sind Coverversionen.
Dabei überschreiten sie gerne die Grenzen zwischen den Vorlagen und traditioneller Volksmusik. So entsteht eine ganz eigene Mischung, die beim Publikum und auch bei den Urhebern der Originale gut ankommt.